Hallo zusammen, grüß euch miteinander. Einmal mehr sehen wir uns hier virtuell an einem Webinar, ein bisschen von einer speziellen Art. Und zwar haben wir festgestellt, dass das Thema Battery Day sehr viele Leute beschäftigen. Wir haben ja gesehen, dass die Vielfältigkeit von diesen Themen, die an diesem Battery Day sind, vorgestellt wurden, eine Fülle haben angenommen, sehr viel Interpretationsspielraum zulässt und immer noch nicht die ganze Breite von allen ist verstanden worden. Wir sehen hier viel in YouTube, wir sehen viel im Netz und jetzt haben wir natürlich gefunden, wir nehmen das sehr gerne aufnehmen, das Thema noch etwas präzisieren. Und vor allem, das ist eigentlich der Keypunkt, wir tun es verständlich, transparent aufzeigen. So, dass man auch ohne Ingenieurstudium hier die Sachverhalte verstehen kann. Wir wissen alle, das ist wahrscheinlich mittlerweile durchgedrungen, dass Tesla eine neue Batteriezelle vorgestellt hat, die sogenannte 4680er. Aber was ist das genau? Wie funktioniert die? Das werden wir heute hören miteinander. Und wenn ich sage wir, dann meine ich verschiedene Herren, die da dabei sind. Auf der einen Seite haben wir heute das erste Mal als Gast dabei. Freut mich sehr, dass der Sascha Wittmann dabei ist, als Präsident vom Swiss Tesla Owners Club. Und Sascha, du dich doch bitte schnell selber vorstellen. Ja, hallo zusammen. Freut mich extrem, dass ich da bei euch dabei bin. Ich bin der, wie du gesagt hast, Sascha Wittmann. Seit diesem Jahr neuer Präsident vom Swiss Tesla Owners Club. Und ich habe einen alten Roadster, den ich fahre, plus noch das Model 3. Merci vielmals. Der andere Präsident ist eure Leitung. Da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Martin, besser gut. Ja, hoi miteinander. Auch mich freut mich das sehr, dass wir da in dieser Runde mal zusammenkommen zu einem weiteren Top-Workshop, wie wir es nennen. Freut mich sehr, dass der Sascha Wittmann natürlich jetzt auch das erste Mal da dabei ist. Der Hintergrund ist vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen. Der Workshop oder respektive der Präsentation hat uns Henning schon mal durchgeführt, ist auf ein recht positives Echo gestoßen und dann wäre eigentlich die Idee gewesen, dass wir sagen, okay, wir machen das nochmal und zwar für beide Club. Aber wie es der Bär eingangs erwähnt hat, ist das im Moment nicht ganz so einfach mit physischen Treffen. Und darum haben wir gedacht, wir machen es gleich für beide Club, einfach auf dem Weg und virtuell. Und dürfen wir sehr gespannt sein auf die Erläuterungen und Erklärungen, die wir da heute hören zu dem Thema Batteriezellen. Weil, wie es auch der Bär gesagt hat, das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Wie ein Roadster auf die Bühne gefahren wird oder ein Semi-Truck, es sind viele Zahlen genannt worden, viel Wert. Chemische Zusammensetzungen angefangen bis zur Produktionszahlen. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, das muss man übereinander legen, dass man das Ausmaß von dem Ganzen kann verstehen. Und das Ausmaß ist gross, wenn wir heute werden hören. Merci für die Ergänzungen, Martin. Ich habe es gesagt, das Mal ist es kein Livestream, das ist eine aufgezeichnete Sendung. Wir werden also in diesem Sinne nicht die Gelegenheit haben, jetzt eine Live-Frage zu stellen. Allerdings wird der Teilnehmerkreis, der jetzt hier ist, nach der Präsentation von Henning probieren, die eine oder andere Frage noch zu stellen, sodass wir doch einen schönen Überblick über die ganze Thematik von dem Battery-Day geben können. Und last but not least, ihr kennt alle den Podcast Tesla-Welt. Der ist mittlerweile bekannt in unserer Szene. Und was aber die meisten nicht wissen, oder vielleicht nur am Schluss, wenn sie aber gar nicht mehr hören, hören. Und die Sache ist vollmässig behandelt worden durch promoton.ch. Das steht nicht jemand hinten dran. Und das ist nämlich unser Bobby Gerz. Bobby, bist du gut? Ja, hallo zusammen. Das freut mich sehr, dass ihr da mal dabei sein bei dieser Runde. Wie gesagt, ich werde auch ein bisschen technisch mithelfen. Wir werden das Video auch schneiden und bearbeiten, so gut wie wir das heute können. Und wenn ich jetzt so sagen kann, ich bin Repräsentant vielleicht von beiden Clubs, so ich bin im Stock wie auch beim Toch dabei. Und von dem her, ja, freue ich mich sehr auf das Gespräch.
Merci vielmals. So, wir wollen nicht mehr länger werden. Jetzt geht es also um Inhalte vom Battery Day. Henning, the stage is yours. Ja, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zu unserer heutigen Aufzeichnung. Ich befinde mich hier im Aufnahmestudio von Promoton.ch und möchte auch an der Stelle mich bedanken für die Unterstützung, die der Bobby uns hier zugutekommen lässt. Und so wollen wir heute versuchen, mal aufzuzeigen, was am Battery Day wirklich passiert ist. Ich habe den Vortrag hier schon gehalten auf einer Meetup und auf einer Coffee Hour. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass selbst der Tesla-Fahrer nicht wirklich bis ins Letzte verstanden haben, was da eigentlich wirklich gesagt worden ist. Und meine Intention ist es, zu versuchen, ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen, aufzuzeigen, was ist eigentlich die wirkliche Konsequenz von dem, was da alles im wahrsten Sinne des Wortes zusammengewürfelt worden ist. Und da habe ich schon länger meine Präsentation vorbereitet, die will ich jetzt mal zeigen. Und Elon Musk hat auf der Präsentation des Battery Days aufgezeigt, wie Tesla vermutet, dass der Bedarf an Batterieproduktion sich die nächsten Jahre vervielfältigen wird. Und nach deren Annahme geht man davon aus, dass man zukünftig in den nächsten Jahren jährlich eine Kapazität von 20 Terawattstunden Speicherkapazität für Batterien produzieren muss. Das ist die Ausgangslage, die zu erreichen ist. Derzeit schafft man momentan bei Tesla 0,1 Terawatt dessen, was man eigentlich erreichen müsste. 0,1 Terawatt produziert Tesla heute pro Jahr. 20, schätzen Sie, wird in Zukunft benötigt pro Jahr. Nach den Umstellungen wird es Tesla schaffen, 3 Terawattstunden pro Jahr zu produzieren. Auch bei den 3 Terawattstunden fehlen auf 20 noch eine ganze Menge. Das bedeutet, Tesla wird es nicht alleine schaffen. Auch Tesla wird nicht alleine den Markt oder den Ton angeben. Da werden noch ganz viele andere Player, wie zum Beispiel Cuttle, wie LG Chem, die werden alle mitarbeiten müssen, um das Ziel von 20 Terawattstunden pro Jahr erreichen zu können. Schauen wir uns mal an, wie es heute aussieht. Die Gigafactory in Nevada, wenn sie denn voll ausgebaut wäre. Mit dem, was wir heute an Kapazität haben, Produktionskapazität, würde Tesla 135 Gigafactories wie in Nevada brauchen, um überhaupt ein Ziel von 20 Terawattstunden zu erreichen. Es würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass sie noch 2 Millionen Billionen Dollar investieren müssten und am Ende 2,8 Millionen Mitarbeiter notwendig wären, um ein Ziel von 20 Terawattstunden zu erreichen. Auf Basis der Art und Weise, wie man heute Batteriezellen produziert. Das ist die Ausgangslage. 100 Gigawattstunden werden heute in der Batteriefabrik in Nevada pro Jahr gebaut. Das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und auf diese Herausforderung hat Tesla versucht, am Battery Day eine Antwort zu liefern. Und die wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Was wurde denn da gesagt? In Zukunft ändert man das Zelldesign der Batteriezelle. Für alle, die das nicht so genau wissen, Tesla baut ja diese kleinen Rundzellen. Die Rundzellen in der Art, wie sie Tesla baut, haben den Vorteil, dass man sie im Fahrzeugunterboden unterbringen kann. Die Rundzellen werden in so kleine Kassetten eingepackt und von einem Gel umspült und sind damit optimal temperiert. Sie können gekühlt und sie können auch gewärmt werden im Winter und arbeiten jeweils im optimalen Bereich. Das hat auch zur Folge,
dass die Alterung der Tesla-Batterien erheblich langsamer vonstatten geht, als das alle prophezeit haben. Das sind die Vorteile, warum man sich überhaupt für ein solches Zelldesign entschieden hat. Und genau um dieses Zelldesign geht es, das will man jetzt ändern, an verschiedenen Stellen. Zum einen geht es um die Anode und die Kathode, den Plus- und den Minuspunkt. Das ist an der bisherigen Zelle ein kleiner Punkt, den werde ich in der Folie gleich nochmal zeigen. Das wird man ändern. Das ist das Zelldesign an sich. Ebenso wird sich der Herstellungsprozess ändern. Die Fabrik, die Zelle an sich herstellt, wird komplett anders aufgebaut. Schauen wir uns auch gleich an. Das Material der Anode wird sich massiv ändern. Man wird auf Silikon ausweichen statt Graphit. Silikon kann wesentlich mehr Lithium binden, hat aber das Problem, dass es ein bisschen Puffer braucht, um sich auszuweiten im Zustand der Aufladung. Und da hat auch Tesla eine Lösung gefunden, wie sie das abfangen können. Das Kathodenmaterial wird sich deutlich ändern und die Integration ins Fahrzeug ist dann der letzte Punkt, der eigentlich zur Änderung im Zelldesign führt. Nichtsdestotrotz wird sich Tesla aber auch in Zukunft mit der Lithiumgewinnung auseinandersetzen. Auch dort hat man einen Weg gefunden, wie man das ohne die schädlichen Säuren oder mit deutlich weniger schädlichen Säuren durchführen kann. Aber gehen wir die Punkte mal von oben bis unten durch und schauen uns mal das Zelldesign an. Eine jetzige Zelle, ich versuche sie mal hier ins Bild zu halten, die hat hier oben den Pluspol und hier unten den Minuspol. Und am Pluspol kann man eigentlich, wenn man so eine Batteriezelle auch zu Hause nimmt, sehr gut sehen. Die hat so einen kleinen Punkt. Dadurch muss der Strom fließen. Der gesamte Strom, der durch die Zelle fließt, muss also oben an dem kleinen Punkt raus. Der Weg durch die Zelle geht über das ganze Material oben raus. Und genau das hat man geändert. Schauen wir uns das mal an. Wird es keinen Punkt mehr geben, sondern Kathode und Anode oder Plus- und Minuspol werden absolut flach sein. Das hat zur Folge, dass auf der Fläche wesentlich mehr Strom fließen kann und gleichzeitig wesentlich weniger Hitze entsteht. Ebenso kann der Strom, der durch die Zelle fließt, der muss nicht mehr durch diese ganze Wicklung, sondern geht von unten nach oben einfach durch. Das wiederum reduziert die Erwärmung der Zelle massiv und liefert einen viel größeren Stromfluss. Das wiederum ist notwendig, um die Leistungen, die man für den Tesla Roadster versprochen hat, auch wirklich erreichen zu können. Und auch hier ist das neue Zelldesign ein ganz wichtiger Baustein, um das Ganze zu erreichen. Jetzt habe ich hier nochmal eine Folie, die das neue Zelldesign zeigt. Das ist, man nennt es Tabless Design. Der alte kleine Knubbel, der Pluspol, das war das Tab. Und heute gibt es das nicht mehr, deshalb heißt die neue Zelle Tabless Design. Oder das Design der neuen Zelle nennt man Tabless Design. Die neue Zelle hat eine 5-mal höhere Kapazität. Sie liefert 16% mehr Reichweite und 6% mehr Leistung. Jetzt muss man das natürlich alles zusammenzählen. Der Speicher, den wir in den Autos haben, wird natürlich nicht 5-mal größer. Die Zelle ist größer, also werden auch weniger Zellen verbaut. Hat ein Model S oder ein Model X heutzutage noch fast 8000 der 18650er Zellen, werden es in Zukunft von der neuen Zelle nur noch in etwa 1000 Zellen sein, die dort eingebaut werden. Schauen wir uns noch mal ein bisschen das Material an.
diese gesamten Entwicklungen, die wir hier sehen bei Tesla, gehen auf den Zukauf der Firma Maxwell zurück. Die Firma Maxwell hat sich darauf spezialisiert, den Aufbau einer Zelle, so wie wir sie bisher kennen, komplett neu zu gestalten. Bisher war es so, dass die Metalle, die auf die Trägerfolie aufgesprüht werden müssen, mit einem Lösungsmittel verdünnt werden. Dann werden sie auf die Trägerfolie aufgesprüht. Dann muss das Ganze in einem sehr, sehr aufwendigen Prozess getrocknet werden und anschließend wird es dann gerollt. Die Entwicklung der Firma Maxwell sorgt dafür, dass das Material in einem absolut trockenen Verfahren auf die Trägerfolie aufgepresst wird. Somit entfällt der komplette Trockenprozess. Der Platzbedarf, den man für das Ganze braucht, reduziert sich um 90%. Der Strombedarf, den man für die Produktion einer neuen Zelle braucht, reduziert sich ebenfalls um 90%. Das zum Thema Rucksack. Wir kennen alle die Diskussionen. Ein Elektroauto hat ja immer den CO2-Rucksack der Produktion. Durch die Herstellung der Batterie wird so viel Strom verbraucht, das wird man in CO2 umrechnen. Und es ist der Rucksack, den ein Elektroauto immer mit sich bringt. Hier werden wir eine Reduktion um 90% sehen. Hier hat Tesla man dann aufgezeigt, links die Gigafactory, so wie sie heute wäre im Vollausbau, würde 150 Gigawattstunden Kapazität pro Jahr produzieren können. Schauen wir uns das Bild rechts an, sieht man, dass das ein bisschen kleiner geworden ist. Also mit ein bisschen weniger Platzbedarf schafft man aber in Nevada in Zukunft eine Terawattstunde Batteriekapazität pro Jahr zu produzieren. Dazu hat sich relativ kurz nach der Präsentation der Professor Fichtner vom Helmholtz-Institut zu Wort gemeldet und hat die Sache sehr schön zusammengefasst, die man eigentlich gar nicht besser erklären kann. Bisher stecken in Tesla-Batterien Rundzellen, die etwas größer sind als die Batterien einer klassischen Taschenlampe. Darin steckt eine aufgerollte Metallfolie mit einer Paste darauf. Das ist das eigentliche Speichermaterial. Am Ende dieser Rolle befindet sich eine Lasche. Das ist das Tab. Wenn ich die Batterie lade und entlade, muss der Strom über die Lasche die gesamte Wicklung durchlaufen. Tesla hat es jetzt geschafft, diese Rolle quer zu verbinden und die Lasche überflüssig zu machen. Das nennt man Tabless Design. Dadurch wird der Weg für den Strom deutlich kürzer und Tesla kann die Größe der Zelle erhöhen, was an sich ungünstig ist, weil dann beim Schnellladen die Wärme nicht aus der Zelle heraus kann. Der kürzere Weg für den Strom reduziert aber den Widerstand, wodurch kaum noch Wärme entsteht, während das Format die Reichweite um ca. 16% erhöht, kann ein solches System vor allem bis zu 6-mal schneller geladen werden. Das ist ein Quantensprung. Weiter hat er dann noch ausgeführt, dass wir in Zukunft auch eine Änderung in der Konstruktion sehen werden des Fahrzeuges. Das neue Zelldesign mit dem entsprechend geringeren Kühlungsbedarf erlaubt es, dass die Zellen zukünftig nicht mehr von einem Gel umspült werden müssen, sondern quasi nur noch auf der Bodenplatte eine Kühlung bzw. Heizung bekommen. Das reduziert nicht nur den Platzbedarf, das reduziert den Gewichtsbedarf oder das Gewicht und erlaubt es, die Zellen in Zukunft nicht mehr in Kassetten verbauen zu müssen, sondern sie werden mit einem Epoxidharz miteinander vergossen und somit zum tragenden Teil der Karosserie. Schauen wir uns das mal in einer Grafik an. Man hat das Ganze aus dem Flugzeugbau entnommen. Da war es früher auch so, dass man ein Flugzeug mit Flügeln gebaut hat und in die Flügel hat man Tanks eingelassen. Dann brauchte man mehr Reichweite und hat
den gesamten Flügel zum Tank gemacht. Und wie man hier sehr schön auf der Grafik sehen kann, die blaue Fläche ist das Tankvolumen, hat sich damit das Volumen massiv erhöht. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Design bei Tesla. Wir sehen hier in der oberen Grafik die fast 8000 Zellen, wie sie momentan in dem Model S und Model X sind. Und in Zukunft werden es 1000 Zellen sein, die komplett mit der Karosserie vergossen werden und nur noch von unten gekühlt werden. Dementsprechend ändert sich die gesamte Karosserieproduktion. In Zukunft wird das eigentliche Chassis nur noch aus einem rückwärtigen Teil, aus dem Teil vorne rechts, aus dem Teil vorne links bestehen. Und das Ganze wird dann mit der Batterieeinheit zusammen vergossen und bietet das Grundgerüst des Fahrzeuges. Produktionsprozesse werden sich hier massiv vereinfachen. Und so wird das Model Y, so wie es in Grünheide nächstes Jahr gebaut wird, schon aussehen. Das wird schon als erstes auf diesem neuen Design gebaut. Jetzt will ich mal versuchen zusammenzufassen, was da wirklich passiert ist. Und mal aufzeigen, wie die Dinge zusammenhängen. Wir haben also erstens mal ein komplett anderes Design der Zelle. Der Tab oben fällt weg. Es gibt eine glatte Fläche. Und wir haben einen komplett neuen Materialmix, mit dem die Zelle aufgebaut wird. Das zusammen garantiert einen größeren Leistungsfluss bei geringerer Hitzeentwicklung. Weil genau das so ist, haben wir weniger Kühlungsbedarf. Weil genau das so ist, können die Zellen größer werden und liefern damit mehr Speicherkapazität. Schon alleine deshalb, weil eine ganze Menge Füllmaterial oder Rahmenmaterial, in das die Zellen bisher, mit dem die Zellen bisher aufgebaut waren, das fällt alles weg. Wir haben daher eine Reduktion von Gewicht, von Kosten, von Platzbedarf bei gestiegener Kapazität und Leistung. Dazu kommt das neue Design der Karosserie mit mehr Stabilität. Tesla geht also davon aus, dass wir in Zukunft ein Reichweitenwachstum von bis zu 54% sehen werden durch die Steigerung der Batteriekapazität. Wir werden eine Kostenreduktion in der Produktion einer Kilowattstunde sehen um gut 56%. Und das Investment, was derjenige investieren muss, der die Fabriken baut oder konstruiert, der wird 69% weniger Investments in den Aufbau neuer Fabriken stecken müssen. Und dass der Strombedarf um 90% sinkt, das habe ich ja vorhin auch schon aufgezeigt. Und so werden jetzt über kurz oder lang alle Zellen ein neues Design kriegen. Was sich aber durchaus ändern wird, ist das Material in der Zelle. Sie werden alle in einer Trockenbauweise hergestellt, aber das Material, die Zusammensetzung des Materials, was man auf die Trägerfolie aufpresst, das wird unterschiedlich sein und den durchaus unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. So wird man im Großen und Ganzen drei Teile unterscheiden. Man unterscheidet mehr so die kleineren oder Low-Range-Modelle, die man zusammen mit den Festspeichern ansiedelt. Man unterscheidet davon auf der ganz rechten Seite die Fahrzeuge, die extrem viel Strom brauchen. Das wird auf jeden Fall mal der Semi sein, also der LKW. Es wird der Cybertruck sein. Und vermutlich mal würde ich da auch irgendwo den Roadster und das Model S mit dem Blade-Antrieb sehen, während die Long-Range- und Power-Modelle, so wie wir sie heute alle kennen, irgendwo in der Mitte angesiedelt sind. Die linken Zellen, also das, was hier links im Bild zu sehen ist, wird in erster Linie Lithium-Eisen-Phosphat sein. In der Mitte wird man eine Nickel- und Magnesium-Mischung sehen und bei den High-Performance-Zellen wird Magnesium eher weniger drin vorkommen, sondern mit sehr viel Nickel gearbeitet werden.
So, das ist also der Aufbau, das ist das, was Elon Musk versucht hat zu zeigen. Ich will nochmal zurückschalten auf diese Folie und das nochmal allen versuchen vor Augen zu halten, dass es eben ganz, ganz viele kleine Dinge sind, die einzeln betrachtet gar nicht mal so sehr ins Auge stechen, aber man muss sie einfach in die richtige Reihenfolge bringen und sehen, wie alles voneinander abhängt. Das ist das große Ereignis, das auch am Battery Day viele, viele Leute in meinen Augen nicht verstanden haben. Und ich hoffe, an dieser Stelle ein bisschen Klarheit geschafft zu haben und würde mich jetzt freuen, wenn wir alle zusammen uns noch ein bisschen austauschen und darüber sprechen, was euch noch so an Fragen kommt oder ob ihr noch irgendwas nicht geklärt seht oder wie es auch in Zukunft weitergehen kann. Elon Musk sprach von 10 Jahren Entwicklung. Auf der anderen Seite hat er mittlerweile per Twitter auch schon bestätigt, dass das Model Y, so wie es nächstes Jahr in Grünheide vom Band laufen soll, definitiv mit dem neuen Design aufgebaut wird. Da werden die neuen Zellen zu sehen sein. Das wird mit den neuen Gigapressen laufen, mit dem neuen Chassis-Design. Das wird sehr viel schneller kommen als die ursprünglich 10 Jahre, die Elon Musk bei der Präsentation erzählt hat. Aber ich gebe mal das Wort an euch. Gibt es Fragen? Danke, Herr. Ich übernehme es gerne schnell, wenn ich darf. Und zwar werde ich kurz meinen Eindruck schildern. Ich habe, das gebe ich ehrlich zu, wo ich die Präsentation oder der Zusammenzug von Elon Musk von dem Battery Day gesehen habe, ist mir der volle Umfang nicht bewusst gewesen. Und ich bin wie viele andere auch fast ein bisschen enttäuscht gewesen und gedacht, aber jetzt kommt dasjenige, welches die Bombe wo platzt. Und viele Leute haben gesagt, ja, und das war jetzt alles gewesen. Und aus dem heraus kann man schliessen, wie es um ihn gegangen ist, ist es wahrscheinlich sehr vielen anderen Leuten auch gegangen. Wir haben effektiv nicht begriffen, was genau dahinter steht, weil es sind sehr viele kleine Sachen. Und an dieser Stelle merci vielmal Henning für die Präsentation, weil jetzt begreifen noch eins. Und ich glaube, die Begrifflichkeit, Quantensprung, ist hier nicht fehl am Platz, weil das wird. Es läuft halt in der Wirtschaft über Geld und das wird wirklich eine signifikante Kostenveränderung in der Produktion bringen und zum Erfolg, zum weiteren Erfolg verhelfen. Und jetzt meine Frage noch. Du hast auf einer Folie gezeigt, wie die Batterien sollen hergestellt werden. Also die Kapazitäten, es geht nicht um Technik, sondern um Kapazitäten von der Produktion und wir hören ja verschiedene Sachen. Wie erachtest du das? Mit wem zusammen wird Tesla jetzt die nächsten 5 Jahre die Herausforderung probieren zu meistern, dass man dem Bedarf, der Menge kann gerecht werden, die der Markt verlangt? Ja, das ist die große Frage. Wie skaliert sich jetzt was hier hoch? Nun ja, wir werden sehen. Wir haben in der Zwischenzeit ja schon von Panasonic gehört, dass sie in Nevada in Kürze umstellen werden. Und da werden wir mit Sicherheit schon die ersten Änderungen sehen. Ich glaube aber noch nicht, dass der die Produktion umgestellt wird auf den Trockenprozess. Da wird es einen Zwischenschritt geben. Man wird jetzt erstmal Grünheide hochziehen. Man wird sicherlich auch in Shanghai was tun. Und man wird dann garantiert auch in Austin, Texas, in der neuen Fabrik versuchen, eine Produktionsstraße auf diese Art und Weise aufzubauen. Und sicherlich erst, wenn man 3 weitere Produktionsstraßen hat, dann an der bestehenden in Nevada größere Änderungen vornehmen. Oder, was natürlich sein kann, Nevada ist ja noch lange nicht voll ausgebaut. Da ist mir jetzt auch zu Ohren gekommen, dass man versucht, gerade wieder anzubauen. Auch da könnte es sein, wenn man das Verhältnis sieht, ich habe das ja aufgezeigt, wie viel weniger Platz eine neue Produktionsstraße braucht,
dass man durchaus in Nevada hingeht, jetzt in einem weiteren Anbau die neue Produktionsstraße aufbaut, wenn die fertig ist, die Produktion schwenkt, sodass man zumindest mal nicht abfällt in der Leistung, die man pro Jahr produzieren kann, und dann im Nachhinein die anderen jetzt vorhandenen Maschinen umstellt. Das wird sicherlich eine größere Umstellung sein, denn diese ganzen Maschinen, die Sie für den Trockenprozess brauchen, die werden in Zukunft alle ersatzlos gestrichen. Also ich habe noch eine Frage zu den Fabriken selber. Die sind ja auch eigentlich ein Produkt von Tesla, und der Elon hat ja auch gesagt am Battery Day, man kann jetzt das Volumen der Fabriken viel besser ausnutzen. Also bis jetzt hat man die Flächen ausgenutzt, und jetzt will er das Volumen von diesen Fabriken ausnutzen. Was meint er damit genau? Ja, das kann ich zumindest mal versuchen zu erklären. Diese Öfen, in denen dieser Trockenprozess stattgefunden hat, die müssen eine gewaltige Höhe gehabt haben. Und so wie ich das mitbekommen habe, kann man natürlich jetzt eine zweite Etage da einbauen oder eine zweite Produktionsstraße oben drüber bauen, weil genau diese Höhe wird nicht mehr gebraucht. Ich habe noch eine Frage. Du sagst, im Model Y in Grünheide werden die neuen Zellen verbaut. Denkst du, die werden auch in Deutschland produziert werden? Ja, da gehe ich eigentlich fest davon aus. Die Frage ist halt, wann? Wir wissen momentan ja noch nicht so genau, wie der Prozess anläuft. Ursprünglich hieß es ja mal, auf den europäischen Markt kommt nur Model Y, was aus Grünheide kommt, und mir wird, was natürlich logisch ist, das amerikanische Model Y nicht mehr nach Europa exportieren wollen, schon allein deshalb, weil man in Amerika sonst auf CCS-Produktion erweitern müsste. Das macht da an der Stelle eigentlich keinen Sinn, und so hat man das auch immer verkündet und so war es auch immer angedacht. Und wie wir jetzt mittlerweile wissen, sollen wohl die ersten Model Y in Europa wohl eher aus Shanghai kommen. Dies sicherlich, weil im Frühjahr auch der ID4 als Konkurrenz anläuft. Und so hat man sich bei Tesla sicherlich gedacht, man wartet jetzt nicht ab, bis irgendwann in Q3 oder in Q4 nächsten Jahres die ersten Autos in Grünheide vom Band fallen. Welche Batterien drin sein werden, wissen wir alle nicht wirklich. Ich gehe aber davon aus, dass sie versuchen werden, auch die Batterieproduktion in Grünheide in Gang zu bringen, möglichst schnell. Der Aufbau der Zelle, hat das auch einen Einfluss auf die Langlebigkeit der Zelle? Oh ja, davon kann man absolut ausgehen. Wir haben ja heute bei den 18650er Zellen, oder beziehungsweise das ist eigentlich keine Frage der Zellgröße, sondern des Materials, die Mischung, die Tesla heute verbaut, garantiert ja, oder Tesla gibt an, dass eine Zelle 3000 Vollladezyklen aushalten kann. Wenn wir jetzt die neuen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen sehen, wie sie von LG Chem gebaut werden und in das Standard-Range vom Model 3 eingesetzt werden, diese Zellen werden schon eine Lebensdauer von etwa 15.000 Vollladezyklen erreichen. Schauen wir uns jetzt das neue Material an. Da haben wir natürlich noch keine Aussage gehört. Man kann es aber versuchen, schon mal technisch ein bisschen zu erklären. Wieso altert eine Zelle? Das Material, das Lithium in der Zelle wird durch diese Flüssigkeit, die da drin ist, wird sich bei Lade- und Entladeprozessen über die Jahre an der Anode ablagern. Und genau hier werden wir durch das neue Zelldesign im Trockenprozess ohne diese Flüssigkeiten sehen, dass wir diesen Ablagerungsprozess, wie er in den jetzigen Batterien stattfindet, den werden wir in neuen Batterien nicht mehr sehen.
Wir haben da nirgendwo eine Zahl gehört, aber ich prognostiziere mal, dass wir da irgendwo Vollladezyklen von 30.000 sehen werden. Also das wird massiv sein. Und ich glaube, Tesla ist sich da sehr, sehr sicher, denn wenn sie nicht so sicher wären, hätten sie nicht auf das Design umgeschwenkt, von der bisherigen leicht zu wartbaren Zelle im Unterboden überzugehen in den Karosseriebau, wo die neuen Zellen quasi mit Epoxidharz vergossen werden und komplett in das Chassis eingebaut werden. Muss ich das ja mal klar sein. Wenn so ein Model Y auf die Straße kommt im neuen Design und diese Zelle geht kaputt, dann kann man das Auto wegschmeißen. Und das würden sie garantiert nicht machen, wenn sie sich nicht absolut sicher wären, dass das zumindest mal die Garantiezeit locker überleben wird. Und es muss auch länger überleben, weil der Ruf wäre sehr schnell ruiniert, wenn ein Jahr nach Ende der Garantie das Auto auf den Schrottplatz müsste. Also da gehe ich davon aus, dass selbst meine geschätzten 30.000 so eher das untere Limit sein werden. Das würde wiederum bedeuten, dass eigentlich der Akku locker ein normales Autofahrerleben lang dich begleitet. Ja, das kann man so sagen, wobei die Frage ist, was ein normales Autoleben ist. Ne? Wir haben ja jetzt schon den ersten Deutschen mit 1,2 Millionen Kilometer in seinem Auto. Das ist ja selbst auch für Taxifahrer eher eine Ausnahme und gehört zumindest mal im PKW-Bereich nicht wirklich zum normalen Autoleben. Also bezüglich normalem Autoleben sind wir ja heute schon ganz gut. Allerdings muss man fairerweise sagen, ich weiß, wer du meinst, er hat es nicht mit dem gleichen Akku gemacht. Also er hat Akku duschen. Ja, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nur einmal bei 80.000 oder 90.000. Also die restliche Million, die geht dann schon auf einen Akku. Ja eben, du hast ja vorhin gesagt, 3.000 Zyklen. Und ich habe jetzt schnell da meinen Rechner aufgemacht. Wenn ich das rechne, mal im Schnitt 300 Kilometer mit einem Zyklus, so wahrscheinlich sind es mehr. Und mit den alten S und X, dann schafft man ja auch 1 Million. Ja, und selbst das ist ja nur der untere Rand, weil wenn wir von Zyklen reden, dann reden wir immer von Vollladezyklen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Vollladezyklus? Das kann man so wirklich nicht beschreiben. Man kann immer nur eine Hilfestellung geben und kann sagen, wenn das jemand wirklich zählen will, dann soll er einfach einen Strich machen, wenn er in der Batteriekapazität, also im State of Charge, unter 20% geht oder wenn er in der Ladung über 80% geht. Jedes Mal dann soll er einen Strich machen. Und wer so ein Auto, sagen wir mal, als derjenige, der jeden Tag damit brav auf die Arbeit fährt und wieder zurück, mehr oder minder in dem Bereich zwischen 20% und 80% State of Charge bewegt, der braucht eigentlich lange keinen Strich zu machen. Und genau deshalb sehen wir auch die gigantischen Reichweiten. Und mit den neuen Zellen, das wird ja in 30.000 Zyklen, das ist ja, kann sich niemand vorstellen. Das kann sich niemand mehr vorstellen, ja. Wahrscheinlich wird sich der eine oder andere schon die Frage stellen, wo zwischen 13 und 17 vielleicht so ein Fahrzeug gekauft hat und sagt, ja gut, mein Akku ist ja natürlich jetzt noch von der ersten Generation und wird dann vielleicht irgendwann das Zeitliche sehen. Und da stellt jetzt eben die Frage, was macht Tesla? Oder anders formuliert, macht Tesla etwas im Rahmen von einem Upgrade-Programm? Das ist, und ich sage ganz ketzerisch, ich habe die Erwartungshaltung, dass ich in 10 Jahren, wenn mein Akku durch ist, für Tesla gehen kann und für 5'000 Franken mindestens ein 100 Kilowattstunden Akkupack kann kaufen, neueste Technologie, und nicht das unten dran gemacht wird und alles neu macht.
Ja, ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein und da muss man dir die Illusion nehmen. Also du wirst garantiert nicht ein Auto, so wie es heute aufgebaut ist, mit der neuen Zelle bedienen können. Warum? Alleine das Kühlsystem. Wir haben ja momentan, ist ja die gesamte Kühlung der Batterie an den Kühl-Wärmekreislauf angesprochen. Das wird in Zukunft komplett anders gemacht werden. Und allein deshalb glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Form ein Umbaukit geben wird. Es wird sicherlich die bisherigen Zellen noch als Ersatz geben, wahrscheinlich auch als neu zu kaufen, wenn mal nach der Garantie was kaputt geht. Aber ich kann mir das heute nicht wirklich vorstellen. Also wir haben ja über Kilometerleistung gesprochen und wir haben über Alter gesprochen. Die Frage ist ja immer, wann erreicht man welche Kilometerleistung? Das Model S mit den 1,2 Millionen Kilometer ist aus dem Jahr 2013 und ist Stand heute noch keine 10 Jahre. Also würde man sagen, naja, das Auto ist nicht alt, aber 1,2 Millionen Kilometer ist schon verdammt viel. Also mu muss man einfach sehen, 1,2 Millionen Kilometer in gut 7 Jahren ist auch nicht das, was man jeden Tag fährt. Wenn wir davon ausgehen, dass so eine durchschnittliche Autobesitzer vielleicht 20, 25.000 fährt, Vielfahrer irgendwo zwischen 30 und 50.000 Kilometer fahren, wie alt sollen denn die Autos werden? Wir haben heute ein durchschnittliches Lebensalter von Fahrzeugen über all ihre Besitzer von irgendwo zwischen 25 und 30 Jahren. Älter werden auch die Verbrenner nicht. Und ich glaube, dass man das auch in Zukunft nicht sehen wird, weil sich die Fahrzeuge ja in Richtung Multimedia, Computer so viel verändern, wenn wir sehen, was alleine mit der Autopilot-Technologie gerade passiert und auch schon passiert ist. Und wir sind auch hier noch lange nicht am Ziel. Da wird man sicherlich irgendwann die Frage stellen, muss so ein Auto noch 30 Jahre fahren? Tun es auch 20? Also für mich wäre 20 Jahre tipptopp. Ja, also 20 Jahre halten die Autos ja heute schon. Also das sollte zumindest mal, was die Batterie angeht, schon heute kein Problem mehr sein. Ja, ich habe noch eine Frage, wenn 4080er Zelle sind. Das Design vom Auto selber, hast du gesagt, jetzt mit diesen Gussstücken am Heck und an der Front, also wenn man das sich überlegt, das ist ja eine Riesenrevolution. Und wenn da jetzt noch die Batterie reinkommt, also das ist ja Ja, ein wahnsinniger Vorsprung gegenüber allen anderen, oder wie siehst du das? das ist eine gigantische Revolution auf verschiedenen Ebenen. Das ist eine Revolution erstmal im Produktionsprozess. Es sind ja mehrere hundert Teile, die früher für ein Chassis gebraucht worden sind. Und mittlerweile oder in Zukunft wird man dann diese drei Teile hinten, vorne rechts, vorne links und plus die Batterie als viertes Teil in der Mitte brauchen. Die Produktion dieser Teile, die werden in einem Schritt erledigt mit der Presse. Die werden ruckzuck zusammengebaut sein. Die Kosten für die Produktion gehen massiv nach unten. Also Fahrzeugbau wird sich alleine an dieser Stelle deutlich ändern. Und jetzt haben wir vom Wichtigsten noch gar nicht gesprochen, nämlich von dem Vorteil, den ein Elektroauto heute schon hat. Ein Elektroauto, was gebaut ist für Elektroauto. Also wir reden nicht von einem umgebauten Verbrenner, wo man die Batterie irgendwohin versteckt, sondern von einem wirklich als Elektroauto konzipiertes Chassis, was die Batterien im Unterboden hat, kann heute schon jeden Crashtest anführen. Und das wird in Zukunft noch viel, viel krasser werden. Da hat auch Elon Musk während der Präsentation mal darauf hingewiesen, dass man sich sogar einen Cabrio-Bau auf Basis dieser neuen Situation vorstellen kann, weil auch da die Karosserie mit der neuen Produktionsmethode erheblich steifer und stabiler sein wird, als das bisher möglich war.
Was hat die, du sagst, die Zellen werden mit Epoxidharz vergossen. Mhm. Was bedeutet das für das Recycling? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also prinzipiell kann man auch das auflösen. Es ist dann am Ende des Frages die Frage natürlich, ob dann irgendwo der CO2-Rucksack am Ende im Recycling entsteht. Ganz klar. Auflösbar ist das, ist immer die Frage, zu welchen Kosten und zu welchem Einsatz. Tatsache bleibt aber, das Material in den Zellen, das geht ja nicht verloren. Das ist ja der Vorteil von Batterietechnologie. Das Material kann man wieder aufbereiten. Wie der Prozess aussieht, das kann ich leider auch noch nicht sagen. Wenn man das Auto jetzt heute kauft, dann wird ja die Batterie wieder verwendet in einem Speicher in einem Haus zum Beispiel. Mhm. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein bei den neuen Zellen. Nein, das wird garantiert nicht mehr so sein. Ich habe ja die Folie gezeigt, dass man in Zukunft von drei verschiedenen Materialmischungen ausgeht. Mhm. Eine Zelle für einen Standard-Range beziehungsweise für einen Hausspeicher, die hat ja ganz andere Anforderungen. Die wird weder schnell geladen noch schnell entladen. Da geht das ja alles sehr gemächlich zu. Während auf der anderen Seite der Medaille, wo ein Roadster steht oder ein Plaid oder ein Cybertruck oder ein Tesla Semi, da geht es ja, was Strom angeht, richtig zur Sache. Da will man schnell, extrem schnell laden und da will man natürlich noch schneller entladen, weil die Leistung, die man da rausziehen will, das heißt entladen. Vielleicht noch als Ergänzung. Sehr oft ist jetzt da die Bemerkung gefallen, was ja auch richtig ist, dass der Produktionsprozess einfacher, somit günstiger wird. Der Aufbau der neuen Karosserien sehr viel einfacher und günstiger und so weiter. Da muss man vielleicht noch einen Schritt weiter denken. Was bedeutet das, nur günstiger? Weil das hat eine wichtige Signalwirkung, weil im Moment ist es ja so, immer noch, nach wie vor, dass ein vergleichbarer Verbrenner in der Anschaffung günstiger ist. In den TCO, also in den totalen Kosten, wird das Elektroauto immer günstiger sein. Wobei die Leute ja nicht in TCO, also in den totalen Kosten denken, sondern im Anschaffungspreis. Also es wird das Schild, was da am Rückspiegel hängt, wird als Maßstab genommen. Und somit hat das eine psychologische Wirkung auch, weil auch aufgrund dieser neuen Bauart, aufgrund dieser Preisreduktion und Kosten- und Prozessreduktion in den Zellbau und Karosseriebau, wird der vergleichbare Verbrenner deutlich teurer sein. Also für diejenigen, und das sind große Teil der Leute, die nur der Kaufpreis als effektiven Kostenaufwand nehmen, wird das jetzt so auch klar signalisieren, dass man sieht, okay, wenn ich dieselben beiden vergleichbare Wagen nehme mit unterschiedlichem Antriebsstrang, fahre ich auch schon ab dem Punkt der Anschaffung mit dem Elektroauto günstiger, was die Entscheidungsgrundlage und Grundlage von vielen beeinflussen wird. Ja, ich glaube, dass wir das auch sehr bald schon sehen werden. Wir sehen ja schon beim Model 3, dass es wieder Preisreduktionen gab. Ich habe es auf der Folie mal gezeigt, dass sich die Herstellungskosten pro Kilowattstunde um etwa 56% reduzieren. Gut, das ist jetzt erstmal nur der Produktionspreis für die Batterie. Das hat natürlich keine Auswirkung aufs Gesamtfahrzeug. Auf der gleichen Seite haben wir eben gesehen, dass das Gesamtfahrzeug zu produzieren aufgrund der neuen Bauweise auch wiederum günstiger wird. Ich denke, dass Tesla da schon eine gute Chance hat, die Fahrzeugpreise nochmal um 20-30% über die nächsten 5 Jahre reduzieren zu können. Zumindest mal für das, was Bestand ist. Neuentwicklung und neuere Autos werden immer teurer sein. Und dann kommen wir definitiv in einen Bereich, wo wir günstiger werden als ein Verbrenner. Und auch da wird natürlich mal
werden wir sehen, was Tesla uns noch als Kleinfahrzeug vorstellt. Das haben sie ja angekündigt, dass unterhalb des Model 3 noch was kommen wird, weil momentan machen wir halt Vergleiche, wenn wir mit Verbrennern vergleichen, die am Ende des Tages irgendwo nicht ehrlich sind, aber irgendwie müssen wir halt vergleichen. Ne? Wir vergleichen ein Model 3, mit was wollen wir das vergleichen? Mit einem 3er BMW oder Audi A4? Ja, von den Ausmaßen schon. Wenn wir von dem Platzbedarf innen reden, dann müssen wir es aber schon mit dem Audi 6 oder einem 5er BMW vergleichen. Also wir hinken sowieso immer in den Elektroautos bei den Vergleichen hin und her. Ja, klar, es ist immer ein Vergleich, wie man so sagt, Äpfel mit Birnen. Aber nichtsdestotrotz, der Vergleich wird gemacht. Also ist es nicht schlecht, wenn man halt mit dem jetzt auch nicht richtig verglichen wird, mit dem entsprechend tieferen Preis dahin kommen kann. Ja. Das ist das letzte Argument. Nehmen wir mal den jetzigen Vergleich. Was kostet ein VW ID3? Wird sich irgendwo je nach Ausstattung zwischen 30.000 und 40.000 bewegen. Das ist auch eine Preisrange, in der sich entsprechend bei der Leistung ausgestatteter Golf bewegen wird. Und dagegen dürfen wir natürlich nicht das Model 3 setzen, sondern müssen dann eigentlich das kleinere Modell nehmen. Und das wird garantiert auch in dieser Preisrange liegen, wenn nicht sogar drunter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, drunter. Wir müssen ja auch immer bei den Preisen in Zukunft bedenken, dass wir, wenn wir was vergleichen, mal den Autopilot in Zukunft rauslassen. Ne? Wir kommen irgendwann dahin, dass alleine Autopilot im Bereich 10.000 liegen wird an Mehrkosten, die andere Fahrzeuge gar nicht zu bieten haben. Und die müssen wir natürlich dann immer wieder vom Kaufpreis abziehen, wenn wir mal was vergleichen wollen. Ja, so wie ich höre, gehen euch jetzt langsam die Fragen aus. Jetzt mache ich noch eine kleine Quizfrage. Das sieht man nicht recht. 18.650, 21.70 oder 21.700 und 46.80. Warum 18.650 und 21.70 haben wir beides gehört? 21.700 haben wir am Anfang auch gehört. Einmal. Ja, 46.80 ja. Haben wir aber nie 46.800 gehört. Nein, also das ist eine 1865er Zelle und die 0 hat irgendwas mit dem Materialmix damals zu tun gehabt. Also, nein. Es war bei irgendwas, also das Null war nein. Irgendeine Produktionsrechnung. Das Null ist immer noch. Ja? Das kommt früher von der Uhr, kennen Sie die Knopfbatterie? Ja. Okay, das kommt von dort die Bezeichnung. Das ist ja nur die Dimension von der Zelle, das hat ja mit dem Inhalt zu tun. Okay. Und jetzt, früher ist es so, die Knopfzellen sind ja grundsätzlich weniger hoch, als sie grösser im Durchmesser sind. Also sprich, der Durchmesser, die 18 mm, die werden in Millimeter angegeben und die Höhe von diesen Knopfzellen in Zehntel Millimeter. Also macht das 18.650 und 21.700. Und richtig würde es auch heißen 46.800. Weil die Bezeichnung von diesen ganz normalen Batterien, da, auch von der AAA und so weiter, die kommt ursprünglich von dort. Ja. Warum ist das durcheinander? Aber der Herr Musk hat das auch nicht gewusst. Am Anfang von der Präsentation hat er gesagt, er hätte auch keine Ahnung, warum es so heißt. Und darum sage er jetzt einfach 46,80. Nur falls er immer so erfragt. Dass der höhere Wert ist ein Zehntel angegeben. Von dort her kommt das. Apropos Batterie, sonst vergesse ich es nachher. Ich weiss, auch von euch Kollegen gibt es ein paar Herren, die das wunderschöne Modell von diesen Batterien haben, von der neuen, von der 4680 oder 2170, die im Model 3 verbauen ist und schlussendlich von denen, die meisten von uns noch haben, die 1856, die in den Model S und X verbauen ist. Das hat der Stefan Berger möglich gemacht und an dieser Stelle einen herzlichen Dank von uns allen. Lieber Stefan, dass du uns so ein Modell hast zur Verfügung gestellt bzw. überlassen geschenkt. Merci vielmals.
so wie ich das gerade sehe, kommen keine neuen Fragen mehr rein. Falls jetzt keiner mehr die Hand nimmt, dann hebt, dann würde ich das Schlusswort an Bert von Tesla Fans Schweiz übergeben. Ja, merci Henning. Ich hoffe, es hat mittlerweile allen ein kleines Aha-Erlebnis gegeben, sodass die jetzt auch den Quantensprung, wo ich immer noch der Meinung bin, dass es einer ist, könnt ihr transparent verstehen und seht, dass es eben nicht einfach irgendetwas Kleines ist, sondern etwas, wo die Entwicklung von Tesla namentlich signifikant wird in Zukunft begleiten und auf diesem erfolgreichen Weg wahrscheinlich noch wird gut beeinflussen, positiv beeinflussen. Wir haben es gehört von den Präsidenten, es ist im Moment keine weiteren physischen Anlässe vorgesehen das Jahr, also Anlässe mit physischer Präsenz. Was aber durchaus möglich ist, habe ich schon gehört, Rauschen, dass noch der ein oder andere virtuelle Anlass wird stattfinden. Lasst mich überraschen, wenn das so wäre, wird das sicher rechtzeitig über alle soziale Medien und die entsprechenden Kanäle publiziert werden und ihr würdet eine Einladung bekommen. In diesem Sinn und Geist wünsche ich euch eine gute Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.